Und im Studio begrüße ich jetzt den NEOS-Abgeordneten Michael Pock. Er hat, wie gesagt, den Antrag für die Legalisierung eingebracht. Schönen guten Abend, Herr Pock. Guten Abend, Frau Deputierte. Herr Pock, wir haben es gehört vom Herrn Hofer. Klein halten sollte man das Thema. Das ist nicht so ganz gelungen. Die anderen Parteien sind auch schon aufgesprungen. Man weiß, das kommt jetzt politisch gesehen nicht wirklich gut an beim Wähler, bei den anderen Parteien. Wie sehr, glauben Sie, wird Ihnen dieses Thema denn schaden? Ich glaube, dass es uns nicht schadet. Es ist ein Thema, das wir uns vom Zeitpunkt her nicht ausgesucht haben. Der Hintergrund war, dass es eine Petition im Nationalrat gibt, die derzeit behandelt wird, mit über 30.000 Unterstützerinnen und Unterstützer. Und wir als NEOS noch keine Position zu Cannabis und Cannabis-Legalisierung hatten. Daher haben wir unsere Mitglieder befragt. Und ich würde sagen, wir haben eine sehr klare Antwort bekommen, die wir jetzt auch genau erklären wollen. Aber Sie wollten ja eigentlich die Entkriminalisierung. Geworden ist es dann die Legalisierung. Es wäre aus unserer Sicht, wir haben diese Position auch im Parlamentsclub sehr ausführlich diskutiert, der erste logische Schritt gewesen. Also die Problemstellung, die wir gesehen haben, war auf der einen Seite 500.000 Menschen, die kriminalisiert werden, und auf der anderen Seite ein Drogenhandel, dem keine Schranken vorgeschoben wird. Der erste Schritt der Entkriminalisierung löst das Problem der Kriminalisierung von Konsumentinnen und Konsumenten. Er löst aber nicht das Problem des Drogenhandels. Das war das gewichtigste Argument, das dann auch in unserer Mitgliederversammlung zur Abstimmung und zum Thema Legalisierung geführt hat. Jetzt gibt es eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique Research. Für Profil ist die gemacht worden. Da sind 34% für eine Legalisierung, 58% sind allerdings dagegen. Heißt das, Sie orientieren sich jetzt weg von Ihrem Leitspruch, wir wollen eine bessere ÖVP werden, und nähern sich immer mehr dem alten liberalen Forum an? Wir wollten nie eine bessere ÖVP werden. Was wir werden wollen, ist eine Volkspartei. Das ist nicht gleichzusetzen mit einer ÖVP, die das aus unserer Sicht auch nicht mehr ist. Wir sind eine liberale Bürger- und Bürgerinnenbewegung, und als solche orientieren wir uns vor allem daran, wo auch derzeit in der Gesellschaft die Themen sind. Schwerpunkte sind, und das hat Matthias Stolz schon sehr häufig gesagt, die Bildungspolitik, die Wirtschaftspolitik und die Enkelfitzen-Sozialsysteme und natürlich auch das Thema Demokratie. Und bei 30.000 Menschen muss man zuhören und muss man einen Lösungsvorschlag bieten. Herr Stolz hat immer gesagt, er möchte eine erneuerte, kraftvolle ÖVP sein. Jetzt war diese Einladungspolitik, das möchte ich ganz kurz mit Ihnen thematisieren. Wir wollten Sie eigentlich heute zu Mittag schon einladen, dann haben Sie uns gegen 14 Uhr abgesagt und um 19:30 am Abend dann wieder zugesagt. Allerdings, der Herr Stolz tritt überhaupt nicht vor die Kamera, möchte überhaupt nichts sagen zu diesem Thema. Man hört, er ist nicht besonders erfreut, wie das jetzt ausgegangen ist. Wie steht er denn dazu, dass das jetzt legalisiert werden soll? Das sind zwei Fragen in einem. Das eine ist, Matthias Stolz spricht nicht zur Cannabis-Legalisierung, weil es kein Chefthema für uns ist. Es ist ein Thema, wir tatsächlich beantworten wollen, das wir auch jetzt mit Samstag in einer Positionierung gefunden haben. Aber wir kümmern uns im Schwerpunkt weiter um Bildungs- und Wirtschaftspolitik. Da ich das Thema und den Antrag auch bei der Mitgliederversammlung vorgestellt habe, bin ich für die Beantwortung der Cannabis-Anfragen jetzt auch zuständig. Der zweite Punkt ist, dass wir... Aber ist das jetzt Ihre Parteilinie? Die muss doch der Herr Stolz auch mittragen. Die tragen wir zur Gänze mit. Wir haben heute Morgen auch noch gesprochen. Wir haben die Argumente tatsächlich auch nachvollziehen können und stehen geschlossen hinter der Parteilinie. Mhm. Auch der Herr Stolz. Warum wollen Sie Cannabis eigentlich legalisieren? Ist das nur, um die Konsumenten irgendwie nicht zu kriminalisieren? Das wäre dann die Entkriminalisierung. Also der Schritt der Entkriminalisierung könnte auch ein erster Schritt sein, wo Sie tatsächlich den Straftatbestand in das Verwaltungsstrafrecht überführen. Das bedeutet, Kiffen wäre ähnlich geahndet wie zu schnell fahren. Damit entkriminalisieren Sie die 500.000 Menschen, und das wäre ein wichtiger und erster Schritt. Der zweite Schritt allerdings, wenn Sie tatsächlich dann legale Konsumentinnen und Konsumenten haben, aber einen illegalen Handel, das führt zu weiteren Problemen. Also jetzt ganz klar, wenn Drogen gestreckt werden, wenn keine Qualitätsprüfung, keine Inhaltsangaben, keine Gewährleistung stattfindet, wenn diejenigen, die Profit machen, weder kontrolliert werden noch den Profit versteuern, dann ist das nicht die richtige Lösung. Da sagen Kritiker natürlich, Cannabis ist eine Einsteigerdroge. Das stimmt, das sagen die Kritiker. Es gibt aber auch viele Befürworter. Und zuletzt hat der Europäische Drogenbericht darauf hingewiesen, dass Cannabis in Europa deutlich stärker verbreitet ist als in anderen Teilen der Welt und dass wir mit den bisherigen Maßnahmen nicht erfolgreich waren und dass am besten hier Prävention stattfinden kann, wenn man sowohl Cannabis wie auch Alkohol wie auch Tabak thematisiert. Da hilft kein Verbot, da muss Prävention her. Eine letzte Frage noch zu dem Thema. Haben Sie selber schon mal Cannabis geraucht? Habe ich, aber es ist schon sehr lange her. Schon sehr lange her. Dann würde mich noch interessieren, das ist nicht die erste Aufregung sozusagen, die NEOS verursachen. Es hat die Aufregung um die Wasserprivatisierung gegeben, dann die Aufregung um die Wohnbauförderungen, jetzt die Cannabis-Aufregung. Warum tappen denn, sage ich jetzt einmal, wie die Kritiker das formulieren, die NEOS immer in diese Fettnäpfchen hinein?
Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können entweder mutig neue Politik machen und hier auch wirklich für Erneuerung sorgen. Das bedeutet, dass wir auch Themen ansprechen, die unangenehm sind und die uns nicht kurzfristig helfen. Wenn wir aber glauben, dass sie mittelfristig in der Politik notwendig sind, dann werden wir sie auch in Zukunft ansprechen. Das gilt insbesondere jetzt für die Debatte rund um die Cannabis-Legalisierung. Da gibt es ein Thema mit knapp 500.000 Menschen. Und okay, wo, wenn nicht in der Politik, wollen wir dieses Thema lösen? Das haben wir schon ein paar Mal gehört. Lassen Sie mich nur kurz nachfragen. Ja. Bei der Wasserprivatisierung kann das ja nicht stimmen. Da hat der Parteichef ja dann zurückrudern müssen, ja, weil das natürlich nicht die Parteilinie war, die Frau Lina da gesagt hat. Jetzt gibt es nächstes Jahr 4 Landtagswahlen. Mhm. Wie soll denn das dann funktionieren? Bekommen da die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten vielleicht noch Schulungen, weil ja auch der Herr Stolz sagt, man ist vielleicht politisch nicht ganz so informiert oder man ist zu unbekannt. Wie soll das dann funktionieren? Also Matthias Stolz hat ja auch schon angekündigt, dass wir künftig unsere Kandidatinnen und Kandidaten früher auswählen und das durch Mitgliederbeschluss und öffentliche Vorwahlen und dass wir hier uns auch mehr Zeit nehmen werden für entsprechende Vorbereitungen im Wahlkampf, das heißt Personaltraining. Das ist ein wichtiges Learning auch aus den letzten Wahlen. Wir sind als junge Bewegung dabei, ständig zu lernen und uns zu verbessern, aber wir müssen Schritt für Schritt gehen. Mhm. Was werden die NEOS dann so im nächsten Jahr repräsentieren? Unternehmerisches Österreich, enkelfitte Sozialsysteme und Talente blühen lassen durch eine vernünftige und zukunftsorientierte Bildungspolitik. Und die Spitzenkandidaten werden extra geschult, dass nicht wieder solche möglichen Fettnäpfchen passieren? Auch die Spitzenkandidatinnen, ja, jedenfalls. Herr Poch, dann danke ich Ihnen für den Besuch im Studio. Schönen guten Abend.